Ach, pass mal auf. Einmal mit Profis arbeiten. Oh! Ich denke, das könnte eine richtig krasse Suppe werden hier. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ah! Weißt du, wie heiß ist? Guck mal die Flammen hier an. Hey Leute, ich bin's Tom. Wir sind schon wieder mitten im Schwedencamp und wir werden heute wieder was richtig Geiles kochen. Und zwar eine Kartoffelsuppe, die es in der Tat in sich hat. Und ich bin heute nicht alleine hier, denn Mali von Camperman Adventures auch mit am Start. Und zusammen werden wir heute eine richtig geile Suppe kochen, die ihr zu Hause ganz einfach nachkochen könnt. Was kochen wir denn heute Schönes? Also wir kochen heute, wie gesagt, die leckere Kartoffelsuppe und wir schauen mal, was wir alles für Zutaten dabei haben. Denn es wird richtig deftig. Wir haben natürlich für eine Kartoffelsuppe auch Kartoffeln dabei. Die sind mehlig kochend, damit wir hinterher eine schöne sämige Kartoffelsuppe bekommen. Dazu haben wir natürlich noch Zwiebeln, ein bisschen Petersilie, ein bisschen Lauch, das ist quasi aus dem Suppengrün raus, noch ein bisschen Bouillon bzw. Brühe, das brauchen wir für einen sehr kräftigen Geschmack. Dann haben wir noch Zwiebeln, Senf, Mohrrüben und noch ein bisschen Sellerie. Und zu Beginn des Videos habe ich ja schon gesagt, dass es eine Kartoffelsuppe wird, die es in sich hat. Wir werden hier nämlich feinstes Hackfleisch, Schinkenwürfel und noch ein paar Würstchen mit reinschneiden, beziehungsweise das Ganze richtig geil mit Zwiebeln auf der Petromax-Feuerschale anbraten. Um die ganzen Zutaten richtig schön klein zu kriegen, haben wir hier einmal ein typisches Schälmesser für die Kartoffeln. Das lässt sich einfach handlicher schneiden. Und noch ein paar größere Messer für die Würstchen und für das ganze Gemüse. Dazu verwenden wir wieder das Alvaöl hier direkt aus Schweden. Das ist ein typisches Rapsöl und das gibt eine richtig feine Butternote mit dazu. Damit wir die Kartoffelsuppe hinterher richtig schön sämig bekommen, nehmen wir noch den klassischen Kartoffelstampfer, sodass wir hinterher das Gemüse mit den Kartoffeln schön klein stampfen können. Wir haben ja genug Kartoffeln, du kannst sie alle auf den Boden schmeißen. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilo wir haben. Wie viel Kilo haben wir jetzt? Zwei Fünf? Kilo? So, jetzt geht's los. Denn wir werden jetzt mal das Gemüse schneiden. Wir haben ja schon alles vorbereitet. Wir haben zwei richtig scharfe Messer am Start. Zwei Brettchen. Hier eher so ein krasses Bushcraft-Brettchen. Und das ist so ein Küchenbrett. Aber ich kann euch beruhigen, das ist übrigens auch von Ikea. Das finde ich ziemlich spannend, weil ich finde es optisch echt richtig geil. So, Schnieke, ne? So, wir legen los. Hier hin ist unser Gemüsekorb und ab geht's ans Schnippeln. Muss ich die schälen? Ja, du kannst einfach... Ach so, ja. Ja, geht auch, oder? Also ich meine, ja, stört dich das, wenn jetzt hier ein bisschen hoch überliegt? Du, die Tiere freuen sich. Eben. Also, kann man aber machen. Aber so habe ich jetzt auch noch nie eine Möhre geschält. Ich weiß nicht, wie ihr das immer macht. Naja, wenn man nicht alles hat, dann muss man halt ein bisschen kreativ sein, ne? Aber das ist geil. Das ist geil. Also das Messer ist aber auch gut, ja. Es geht viel schneller als mit dem Schäler. Man könnte es auch einfach lassen. Also man kann sie auch einfach ungeschält lassen, aber... Wir sind hier in einer feinen Outdoor-Kitchen. Aber auch bei Sellerie, ja? Die kann man auch nicht wirklich abwaschen. Da musst du immer so eine kleine dünne Scheibe... Aber die Schale würde ich abmachen. Ja, die hier, ne? Ja, die aber Fette. Den Rest... Ja. Ach Gott. Dreck reinigt den Magen. Es wird alles gekocht. Alles noch Kleinigkeiten. Aber irgendwie wackelt es noch ein bisschen. Ist auf jeden Fall eine ganz schöne Sauerei. Können wir gleich noch einen Möhrenrohkost machen? Ja, machen wir gleich noch einen kleinen Möhrensalat hier. So. Ach. Ey, das gibt's nicht. Pass mal auf. Der dich in die Fäden. Schild die Möhren. Warte mal, ich habe irgendwo auch Wasser. Ach, geht schon. Dreck reinigt den Magen. Nein, ich mache jetzt hier so eine kleine Halbkreise, also eine Kreise, geil, ne? Du hast ihn ja schon geschält. Ja, aber ja, na, so klein wie möglich, weil dann geht es schneller durch, ne? Ja, ist richtig. Also hier, guck mal, ne? Ich mache hier so in Stifte und dann so... Ach, Stifte. Stifte und dann halt klein. So, ne? Ach, so richtig klein. Okay. Am Anfang macht man das auch noch bewusst und irgendwann hat man keinen Bock mehr. Gut, ich mache jetzt hier richtig kleine Mini-Stifte. Gucke. Ja, krass, du hast wie eine Tütensuppe. Aber für Tütensuppe ist die Bombe zuständig. Ja, und ihr da drüben? Tütensuppe, wa? So, also eine Möhre ist, nee, es war gerade mal Viertel, ne? Ja, aber wir haben auch Monstermöhren. Aber guck mal, ich habe die schon mal klein gebrochen. Oh, dann sieht das nicht so viel aus. Ja, nee, ist nicht schlecht. Ich brauche mal einen Tee. Mach erst mal einen Tee. Und so jetzt hier, ne? Es geht echt ganz geil. Ohne Finger bitte. Ja, ohne Finger. Also Lifehack des Jahrtausends. Möhren kann man auch mit dem Messer schälen. Also kann man ja so oder so, aber man kann die so abkratzen. Das ist ganz geil, habe ich gehört. Weißt du, was ich richtig cool finde? Diese Leute, die so schneiden können, dass sie die Finger hier so machen und dann so... Ich habe da so Angst davor, dass ich mir irgendwie in die Finger ratsche. Ja. Ich glaube, das ist Übungssache, so, ja? Zack, 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 zack. Ist jetzt aber auch nicht die beste Arbeitshöhe. Aber vielleicht ist das auch noch das falsche Messer dazu. Ja, ich habe einen Schleifstein mit dir, könnten das, aber ich glaube, das muss ich nochmal üben, bevor ich das mache. Ja, vielleicht braucht man da so ein richtig krasses gewölbtes Messer, ich habe keine Ahnung. Sieht ja schon schön bunt aus, kann man schon mit arbeiten. Ja. Also heute habe ich auf jeden Fall schon mal ein Fiskars-Messer am Start, so eine Art Küchenmesser und nicht mehr das Mora-Messer, aber
Mir fehlt tatsächlich noch ein richtig geiles Küchenmesser, beziehungsweise hier auch eine Messerausstattung für Schwedencamp. Also wenn ihr eine Empfehlung habt und Erfahrung habt mit richtig geilen Messern, schreibt mir das bitte mal jetzt unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was eure Erfahrung in dem Bereich ist. Du kannst halt auch so richtig krass sein und die Möhre einfach so reinfallen lassen ins Messer. Nein, ins Messer! Quasi so, das gleiche teilt. Oh, ah ja, oh. Warte mal, lass uns das mal bitte okay. Mit dem nochmal versuchen. Aber jetzt schon angeschnitten. Okay, Messertest. Ich würde sagen, mein Messer hat gewonnen. Oh, jetzt machen wir einen doppelten. Eins, zwei. Jetzt also hat dein Messer gewonnen. Kannst du mal bitte aufhören, das ganze Essen in den Dreck zu werfen? Nee, hey, mach ich gar nicht. Nee, ich glaube, weil das bei mir zuerst aufgekommen ist. Und los. Ach, schön. Oh, du kannst bitte mal aufhören, die ganzen Sachen hier in Dreck zu werfen? Das ist ja unglaublich. Ich hole mal ein bisschen Wasser, ja. Also, wir brauchen ein bisschen Milch. Leute, das wird ja einmal abgeschraubt. Ich überall essen. Dann gibt es erstmal eine schöne kleine Möhrensuppe für die Wildschweine. Die holen ihren Gaskocher raus. Einmal mit Profis arbeiten. Na, die anderen kommen immer nur zum Essen. Das sieht schon ganz gut aus, aber weißt du, dass du nimmst die Hand und lässt das Messer immer an der Hand sozusagen runtergleiten. So vielleicht. Na gut, da ist eher der Finger ab. Wir lassen das beim Standard. Das riecht aber schon ein bisschen krass hier. Das riecht gut. Jetzt kommt noch eine kleine Möhre dazu. Zack. Geil, da müssen wir nur noch ein paar Kartoffeln schälen, dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Nee, so einfach ist es nicht. Wir werden hier heute auch mit der Feuerschale richtig geil das Fleisch und die Zwiebeln anbrutzeln. Und ich verspreche euch, wenn ihr noch nicht zum Frühstück oder zum Mittag oder zum Abendbrot gegessen habt, ihr werdet Hunger verspüren. So, ich würde das auch gerne noch mal versuchen. Willst du Tipps vom Profi haben? Ja, gib mir mal ein paar Tipps. Einfach mal machen. Sieht nicht so elegant aus. Na, das muss einfach schnell so. Ja, einfach schnell machen, nicht so Finger ab. Also wenn ihr wisst, wie das funktioniert, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, so eine richtig krasse Schnitttechnik. Ja, ansonsten macht man es halt einfach so. Ja, einfach so. So kreuz und quer. Ich habe hier noch ein Stück. Mhm, ein dreckiger Stück. Mhm. Hat man dir nicht beigebracht, mit vollem Mund spricht man nicht. Schmeckt schon wieder. Was? Schaut mal hier, wir haben hier schon ein bisschen Gemüse geschnitten. Das ist auch alles, was jetzt hier schon reinkommt. Möhren, Sellerie und Porree. Das Ganze werden wir mit Wasser auffüllen und mit Brühe ergänzen. Und dann kommt das Ganze schon mal übers Feuer. Ja, wir machen jetzt so viel Wasser rein, dass es erstmal bedeckt ist, ne? Oder? Ja. Jetzt wird's ernst, denn wir machen jetzt hier Gemüsebrühe rein. Ja, ungefähr so ein halbes Glas. Genau. So. Wenn ihr da mal richtig hinhört, das zischt, das bedeutet, das Holz ist zu nass, um wirklich Feuer zu fangen. Aber Tom, wir kriegen das hin, oder? Wir sind auf jeden Fall Optimisten und ich denke, dass es einfach nur ein bisschen länger heute dauert. Jetzt machen wir gleich mal einen Deckel drauf, damit die Wärme, die wir jetzt schon im Topf haben, damit die nicht gleich wieder entweicht. Und ja, wir schauen einfach mal so in 10 Minuten, was hier so passiert ist. Also 10 Minuten sind jetzt ungefähr um und für uns wird es mal höchste Zeit, in den Topf zu gucken, ob das Ganze hier schon kocht. Auch wenn das hier eine etwas qualmigere Nummer ist, sieht das doch wahrscheinlich schon... Wow, es kocht schon. Sehr gut. Also geht es jetzt für uns ans Kartoffelschälen und dann wird die Kartoffelsuppe tatsächlich zu einer Kartoffelsuppe. Hammer. Nee, da brauchen wir noch ein paar. Ein paar machen wir noch. Die spannende Frage ist eigentlich eher, wie es im Topf aussieht, ob da noch genügend Flüssigkeit drin ist. Können wir nämlich vorstellen, dass sich das so langsam dem Ende nähert. Wir haben jetzt alle Kartoffeln hier drin, das sind ungefähr 3 Kilo. Ich denke, das könnte richtig deftig und richtig gut werden. Ich rühre noch ein bisschen um, dann werden wir einen Deckel drauf machen und dann heißt es nur noch warten, bis die Kartoffeln fertig sind. Da ist so ein bisschen Platz für Fleisch, Tom. Ja, das machen wir jetzt gleich erstmal auf der Pfanne. Das wird richtig gut, Leute, mit Zwiebeln schön anbraten, gehacktes Klößchen, ein bisschen Bacon und natürlich noch Würstchen.
Also, wir hatten euch ja gesagt, dass in diese Kartoffelsuppe einiges reinkommt. Wir haben ja einmal ein bisschen Bacon, ordentlich viele Zwiebeln. Und jetzt werden hier schon die Gehacktesklößchen geformt. Und das Ganze machen wir gleich auf die Feuerschale in Kombination mit dem Dutch Oven hier auf der Feuerstelle. Erstmal eine kleine Qualitätskontrolle. Haben sich gut gegeben. Die braten wir gleich erstmal an. Oh, hier brodelt schon ordentlich. Ich nehme gleich mal ein großes Stück und probiere mal, ob das schon gut ist, ob die Kartoffeln schon gut sind, dass wir die stampfen können. Aber es ist halt noch viel zu heiß. Gut. Oh. Die sind gut. Jetzt können wir Kartoffeln stampfen und dann werden wir mal die ganze Fleischerei hier anbraten. Dann werden wir das Ganze hier mal stampfen und dann machen wir hier eine richtig geil sämige Kartoffelsuppe draus. Das sieht schon ultra geil aus, Leute. Ich denke, das könnte eine richtig krasse Suppe werden hier. Schön dickflüssig. Sehr geil. Die Kartoffelsuppe bleibt jetzt heiß im Dutch Oven und Tom bereitet jetzt schon mal alles für die Feuerschale vor. Genau. Im Prinzip ist es auch ganz easy. Denn die Feuerschale steht jetzt schon drauf, die bekommt schon ein bisschen Hitze ab. Jetzt machen wir hier in der Mitte einfach ein bisschen Öl und dann werden wir das Ganze mal schön alles knusprig anbraten. Ein bisschen Bacon. Dann kommen jetzt hier so ein paar Zwiebeln. Ey, das war richtig deftig. Zack. Noch ein paar Würstchen. Okay, wir müssen uns beeilen, Leute. Ich würde sagen, die gehackte Käse müssen raus. Komm. Ach du Scheiße, los geht's. Hopp. Oh nein, oh, gefallen. Zack, nächste. Uiuiuiui. Aber das gibt erst den richtigen Geschmack. Ich würde mal eine Seite machen. Wir haben zu viel Feuer auf der Lok. Ja, will ich Eieieiei. Geil, aber auch mega heiß hier gerade alles. Am Herd ist es auf jeden Fall was anderes. Hier, wenn wir jetzt einfach einen Regler nehmen, hier ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ich würde sagen, Tom hat auch ein bisschen viel Feuer unter der Lok gemacht. Du, man muss doch mal ein bisschen hier Action machen. Gehackte Klöße, Würstchen, Bacon, also wirklich dieser Frühstücksbacon mit ziemlich viel Fett, Zwiebeln und das schön scharf anbraten, ab in die Kartoffelsuppe, das gibt einen geilen Geschmack. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ah! Nicht alles daneben. Weißt du, wie heiß ist es? Guck mal die Flammen hier an. Hopp. Jetzt kommt das Ganze hier nochmal schön übers Feuer. Was ziemlich heiß ist. Au! Oh! Leute, ganz ehrlich, wenn das nicht nice aussieht, dann weiß ich auch nicht. So Leute, jetzt mal Probe auf Exempel. Ich muss sagen, von der Konsistenz her richtig gut und geschmacklich wirklich 1A. Wir haben ja mega viele Sachen drin. Wir haben unendlich viele Würstchen, wir haben gehacktes Klößchen, wir haben aber auch Bacon mit drin. Natürlich Kartoffeln, Suppengrün, ein bisschen Brühe und das Ganze ist wirklich richtig geil geworden. Die Konsistenz der Kartoffelsuppe ist wirklich 1A. Wir haben hier eine schöne sämige Sache und auch mit den angebratenen Dingen da drin schmeckt das wirklich richtig schön, weil wir ein schönes Röstaroma haben. Schön, es schmeckt richtig gut. Es ist ein super gelungenes Rezept mal wieder. Lasst bei Tom unbedingt mal ein Abo da, denn diese Gerichte sind lecker und ganz leicht nachzukochen. Und ansonsten sehen wir uns am nächsten Samstag auf meinem Kanal um 8:30 Uhr. Habt bis dahin erstmal eine coole Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.